Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Die Rauhnächte kündigen sich so langsam an, ja, die Schleier, sie lüften sich. Und was bietet sich da mehr an als intuitives Malen, als Vorbereitung für deine Rauhnächte? Die Rauhnächte beginnen ja offiziell am 24., also am Heiligabend, und gehen bis zum 6. Jänner oder Januar. Ja, und erlaube dir, in deinen Farben, in deiner Technik zu malen. Ich habe mich jetzt für Aquarell und Braun und Blautöne entschieden, weil mir einfach gerade dazu danach war. Und es gibt einige Empfehlungen heute von mir. Plane dir in diesen kommenden Rauhnächten auf jeden Fall ein bisschen Zeit ein, am besten abends, ja, so 10 bis 20 Minuten jeden Abend für dich, und besorg dir am besten vorher noch ein Tagebuch, trag deine Träume ein. Es kann sein, dass du sehr heftig träumst in dieser Zeit und deswegen eben auch das Tagebuch, was dir so passiert, was dir so einfällt in den Rauhnächten. Und trag alles ein. Es ist dann wirklich, mal vieles vergisst man so im ganzen Tagesgeschehen. Ja, und dann die nächste Empfehlung ist natürlich, geh so häufig wie möglich in die Natur. Verbinde dich mit Mutter Natur. Ja, geh zu deinem Lieblingsbaum. Meditier draußen, auch bei Wind und Wetter. Und lass das Ganze mal auf dich wirken. Du kannst auch, wenn du magst, um etwas bitten. Bitte um Weisheit, um Führung. As you like, wie du magst. Ja, und hier sind wir jetzt im blauen Bereich, genau andersherum so gesehen. War mir jetzt gar nicht bewusst, ne, dass ich da mit Blau beginne und dann ins, direkt braun ist es jetzt nicht. Ja, und eine weitere Empfehlung. Verstehe die Bedeutung der Rauhnächte. Es gibt wirklich im Internet viele, viele Seiten, wo du dich wirklich informieren kannst über die Rauhnächte. Ich versuche unten im Link, in der Verlinkung, werde ich eine einfügen. Und die Rauhnächte sind einfach alte Bräuche, die es schon lang, lang, lang gibt. Und sie sollen oder bieten eine Möglichkeit, in das kommende Jahr zu blicken. Ja, und kreiere oder orakel doch mal ein bisschen. Ja, besorg dir Karten, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, Ideen für Karten. Also ich habe mich für so ein Baum-Orakel entschieden. Also auch da gibt es eine ganze Menge. Und beginn mal ein bisschen so rum zu orakeln. Ich wünsche dir viel Spaß.